Läuft noch? Ja, ich glaube schon. Na gut, wenn es nichts weiter ist. Wenn nichts weiter. Nein! Ach nein! Nein! Oh, fick dich! Hallo! Ja. Hab das Spiel kurz beendet und neu gestartet. Und ich hoffe, dass es jetzt läuft. Ich weiß nicht, woran das eben lag, dass das so gespackt hat. Keine Ahnung. Naja, jetzt scheint es ja erstmal zu laufen. Hoffe ich. Kann dann natürlich gleich wieder losgehen und gleich wieder abstürzen. So, Clay, 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 Clay. Der See ist ja recht groß, aber. Sehe ich hier unten besser? Ja, aber hier ist nichts. Ah, da ist noch was. Oh, wir haben schon recht viel. Wie gesagt, wir brauchen jetzt halt nur Kohle. Ah, wir hatten ja an unserem Luftschutzbunker hatten wir ja so einen kleinen Cave dran. Wenn wir Glück haben, ist da ein bisschen Kohle. So. Kommen wir jetzt, Papi. So. Da ist nichts mehr. Okay. Da komme ich hier. Mein Orientierungssinn ist geschärft wie immer. Oh ja. So, hier ist nichts, okay. Ist hier denn was? Habe ich Glück, dass hier so viele Seegebiete sind? Nein, ein paar Oktopussis. Wundert euch nicht, dass ich jetzt so lange schon auf Clay suche bin. Ich will einfach alles ausschöpfen, damit ich hier nicht nochmal hin muss. Obwohl das hier lang dauern könnte. Ah, hier ist eine schöne fette. Gut. Weiter, weiter. Oh, da leuchtet's. Da wird wahrscheinlich Lava sein. Jawohl. Schön, 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 schön. Au, das ist eine sehr fette Ader. Also, kann man das so nennen? Clay-Ader. Willkommen zu Papi, jawohl. So, 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 so. Schön, schön, schön. Ja, wir haben schon fast. Hoho, fette Sache. Ja, wir sind ja auch bald durch, würde ich sagen. Wir gehen jetzt langsam zurück. Und wenn wir halt noch was sehen, dann stecken wir es ein. Mich würde so aufregen, wenn jetzt auf einmal die Aufnahme Schrott wäre. Weil, wegen dieser Tornado-Dings. Das war so ein geiler Anfang. Ich glaube nicht, dass es so oft vorkommt. Und dass ich das dann gleich auf Video habe, ist schon geil. Ja. So. Hier noch schön. Hier auch noch schön. Sehr schön. Luft schnappen. So, ist alles voll. Oh Gott, ist hier alles voll. Okay. Naja, umso besser, ne? Okay, ich denke, das reicht jetzt aber dicke. Hoffe ich. Ah, jetzt gehe ich auch raus. Ah, scheiße. Okay. Ja, geh raus, okay. So, ich glaube, mein unglaublich geschärfter Orientierungssinn sagt mir, dass ich hier lang muss. In diese Richtung. Hier lang nicht. Scheiße. Wo bin ich? Ist das der See da? Oder. Ah! Es geht los. Ah, der Till versaut's wieder. So, ich gehe jetzt einfach mal den Weg lang, wo ich hergekommen bin. War das von da oder da? Ich glaube von hier. Ja, ne? Oder? Ja. Oder? Ja, doch. Ja. Oder? Ich glaube schon, ne? Von hier bin ich auch gekommen, oder? Oder? Ja. Doch. Glaub schon.
Ich hab's doch von hier auch irgendwo hier diese flache Landschaft gesehen. Oh, guck mal, da ist Lava. Schön. Ein Sumpf? Was zum Teufel? Den habe ich noch nie gesehen. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Okay. Ja. Es ist mir noch nie passiert, dass ich mich einfach mal so verlaufe. Das ist ganz komisch hier. Die Welt hat sich wahrscheinlich auf einmal umgestellt. Plötzlich so. Kennt man. Ganz verbreiteter Bug. Ne? Und so. Gut. Aber der Wind ist schön. Schön. Der ist schön. Ja. Ne? Da ist Licht, das würde. Ach so, das ist die Lavaquelle. Okay. Dann liegt man zu Hause da, oder? Komm. Mein Gespür kann mich doch nicht täuschen. Ich bitte dich. Ah, okay. Jedenfalls kam ich hierher. Oh, war das der Tornado? Der hier drüber weggefegt ist. Das kann gut sein, ne? Oh ja, ich glaube schon. Oh, ja, das war der. Oder? Komm, wo wir hier schon mal gerade sind. Ich kann mal kurz mal ein bisschen Wald roden. So. So. Und so, ja, scheiß auf dich. So. Gut. Tornado hat schöne Arbeit geleistet. Ein paar Bäume freigelegt. Schöne Sache. Ein bisschen Holz schadet nie. Ich sagen, wo wir hier gerade schon mal sind und den Ausweg kennen. Ich glaube nämlich in der Richtung liegt das. Ja, hier ist der langgefegt, das haben wir ja gesehen. Und anscheinend hat er wirklich Schaden angerichtet, da wo er langgefegt ist, direkt drüber. Ja, cool. Schön, dass er nicht direkt über unser Haus ist. Oder bin ich hier doch falsch? Oh mein Gott. Ich will auf dem Baum drauf. Mit Cobblestone. So. Aha. Da hinten ist ja dieses flache Land. Also wird das da. Ja, jetzt erkenne ich es mal wieder. Gut, waren wir doch richtig. Okay. Oh, das ist ein Fehler. Das ist. Ach, doch nicht. Warum tut das nur manchmal weh, wenn man auf flaches Wasser knallt? Naja. Gut, Hauptsache wissen wieder, wo es nach Hause geht. Sehr viel Clay in der Tasche, auf jeden Fall. Sweet Home. Wo ist es? Ist weg. Wurde mitgenommen vom Tornado. Steht jetzt woanders. Nee, hier hinter dem Hügel sollte es. Ja, da. Schöner Anblick, ne? Unser halbfertiges Haus. Ja. Wird auf jeden Fall irgendwann mal einen schönen Dachboden haben. Ach so, wir haben keine Kohle mehr. Scheiße. Ja, wir werden erstmal das ganze Clay hier reinpacken. So lange, bis wir Kohle haben. Das können wir auch rein hier so. Scheiße, haben wir viel. Das ist gut. Ja, wir haben ja noch Zeit, ne? Deswegen gehen wir mal in unseren Luftschutzbunker. Ach so, wir haben ja auch noch. Ah, der Tag klingt down im Dings. Im Ofen. So, das werden wir dann im Nachhinein oder jetzt erstmal schon im Vorhinein und danach im Nachhinein benutzen, um das hier auszubauen. Ich darf mich jetzt nur nicht verbauen, sonst bin ich am Arsch. Man muss das hier nochmal machen. So, jetzt hier noch 1, 2, 3. Schöne Sache. Ist die Spinne noch da? Ich bitte. Oder? Nee. Wir müssen jetzt Kohle finden. Mischen Kohle. Toll. Kohle. Geil. Und Eisen. Jawohl. Wenn hier noch Clay liegt, dann bin ich froh. Aber egal. Ja, die Kohle wird aber nicht reichen. Wir brauchen ziemlich viel Kohle, ne? Also im 64er Stack 8 Kohlestückchen und wir haben ziemlich viele 64er Stacks, also brauchen wir ziemlich viele Kohle. Ja, aber okay, sind große Adern. Wird aber trotzdem nicht reichen. Ich bin kein Pessimist oder so, aber. Wir sind am Arsch. Gut. 1, 2, das ist keine große anscheinend. Doch. Ah, doch. Das Glück lässt mich nicht im Stich. So. So. Ja, ist eine schöne große Ader. Schöne Sache. Ja. Wie viel haben wir bis jetzt? 33? Okay.
Okay. Und jawohl. Okay, das waren tatsächlich nur drei. In einer Spalte da hinten ist Kohle. Ist hier noch was? Außer ein Schwein und hässliches Sounds. Und da unten geht's noch rein. Okay, jedenfalls sind hier ein paar Caves. Okay. Schwein nehme ich jetzt nicht mit. Ich habe genug zu essen. Irgendwie kommt mir das Interface so groß vor. Oder ist das nur, weil ich irgendwas anderes jetzt gewöhnt war? Ich habe ein Minecraft-Video geguckt. Kann sein, dass da das Interface anders eingestellt war. Jetzt kommt mir meins so groß vor. Oder ist das einfach so? Ach, keine Ahnung. Okay. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht auf Cave-Expeditionen gehen, aber da wir eigentlich keine andere Wahl haben, weil wir einfach Kohle brauchen, machen wir das mal. Eisen. Ich lasse jetzt einfach mal auf Peaceful. Ich habe jetzt keinen Bock, mich mit Monstern rumzuschlagen. Das soll ja auch eine Mischung aus Bauen und was weiß ich, Abenteuer werden. Und wenn es gerade mal kein Abenteuer werden soll, weil ich hier eigentlich alles verlieren soll, will und hier nicht den ganzen Scheiß nochmal sammeln will, deswegen spiele ich jetzt mal nicht mit Monstern. Macht dir trotzdem Spaß, ne? Also. Muss nicht immer blutrünstig sein hier. Nee, geht auch ohne. Gibt es eigentlich ein Blood Patch für Minecraft? So mit Splatter und so? Nur so eine Frage. Also, interessiert mich nicht wirklich. Wollte ich nur mal fragen, so, um euch zu warnen, dass das eklig ist. Und so, ne? Gut. So. So. Was wär's doch mal für Minecraft so ein Splatter and Gore? Dings. Patch. Körperteile abfliegen. Köpfe von den. Okay, ich hör auf. So. Schön viel Kohle. Schön, schön, schön. Aber Glück. Kohle. 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 Okay, ich kann nicht hören. Ich kann echt nicht hören. Okay, gut. Ich lasse es. Ich kann nicht hören. Nee, ich geht nicht. Okay, ich geht nicht. Okay, der Test hat bewiesen, ich bin nicht schwul. Gut. Kohle. Ja, was gibt es Schöneres als in einem Cave mit Sounds nach Kohle zu graben? Naja, wäre schöner, wenn man nach Diamanten graben würde. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So. Ja, ich glaube, jetzt haben wir mal genug. Ah, schon. Anderthalb Stacks. Das reicht auch, hoffe ich. So. Oh, da oben ist auch noch was. Ja, dann auch. Ach, ja, wenn es sich schon so anbietet, dann kann man das auch mal mitnehmen. Warum nicht? Sag mal, ich bewege mich hier von allein. Das ist der Wind. Das ist ein ganz schön starker Wind. Anscheinend. Irgendwie ist das ein bisschen gruselig mit den Sounds, ne? Findet ihr auch? Ich weiß nicht. Das ist schon ein bisschen spooky. Gut, hier ist nichts mehr. Gut, reicht jetzt. Raus hier. Also wenn es um einen so ruhig ist und man nur seine Spitzhacke und den Wind hört, dann ist das schon ein bisschen gruselig, finde ich. Aber hat auch einfach Atmosphäre. Es hat Atmosphäre, man kann es einfach nicht anders sagen. So ist immer. Hier ist einfach nochmal Eisen. Schön. Auch schön. So, machen wir halt damit weiter. Ich hasse irgendwie Steinwerkzeuge. So. Irgendwo war da unser Luftschutzbunker. Wir müssen ihn jetzt nicht finden. Ah, ne, komm, wir fahren uns verlaufen. Wir gehen einfach mal hoch. So. Und gehen einfach so nochmal rein. Unser Haus, okay. Oh, guck mal hier, das war der Tornado. Fett. Hat das alles rausgerissen? Anscheinend. Oder war das schon vorher? Nee, oder? Kommt mir jetzt nicht so bekannt vor. Gut. Ja, ich bin natürlich wieder im falschen Weg gelaufen. So. Aber jetzt kommt gerade so eine Antivirenmeldung.
wurde gepatcht. Schön, wen interessiert's. Gut, wir gehen jetzt hier runter und machen das hier jetzt mal zu. So. Zack, 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 zack. Nein! Egal. Scheiß drauf. So, dann richten wir uns auch irgendwann mal ein. Irgendwann mal, irgendwann. Aber wenn wir mal Zeit haben. Gut, aber jetzt wird erstmal gebraten, was das Zeug hält. Ich mache mir jetzt mehrere Öfen. Jetzt nochmal 3 Stück mehr, würde ich sagen. Oder 4 mehr. Komm. Wir gönnen es uns. Ja, da wird jetzt wahrscheinlich die ganze Kohle drauf gehen dabei. Aber naja, man findet sie anscheinend gut. Also warum nicht? So. Das wird einfach unser Schmelzhaus hier. So, wir teilen es jetzt mal auf hier. Am besten ein 8er Kohlenstückchen. Das müssen wir natürlich jetzt ein bisschen managen. So. So. Okay. Okay, wir machen jetzt erstmal hier. Da. Das Clay kommt danach, sonst ist mein Inventar jetzt zu voll. So. So, weil jedes Deck braucht ja 8 Kohlestückchen. Ich könnte auch Lava benutzen. Lava-Eimer, aber da habe ich jetzt keine parat. So, da ist noch ein Stück drin. Dann machen wir hier 8 rein. Und hier auch 8. Sehr schön. Gut, dann haben wir sogar noch Kohle übrig. Sehr gut. Aber kann ja auch sein, dass wir dann noch Clay übrig haben. Wir nehmen jetzt erstmal eine Runde was. Einfach alles. So. Clay da rein. Geht das eigentlich? Ah, das geht auch so mit Shift und Linksklick. Schön. So. Wie viele Öfen bräuchten wir dann theoretisch noch? Noch 3 Öfen. Okay. Machen wir uns. Haben wir genug Cobblestone? Passt. Und dann haben wir das schneller hinter uns, wie wir ein Buch lesen können. So. 3 Öfen noch. 1, 2, 3. Wieder 4. Wieder so 8er Dinger. Einmal hier. Einmal da und einmal da. Dann hier. Zack. Und zack. So, haben wir immer noch ein bisschen Kohle übrig. Sehr schön. Und die packen wir jetzt erstmal hier rein. Nicht da rein. Toll. Nein. So. Egal. Hier rein. Gut. Schöne Sache. Dreck, Sand, Seeds brauchen wir jetzt alles erstmal nicht. Das behalten wir im Inventar. Crow brauchen wir auch erstmal nicht. Achso, wir haben auch noch Iron. Aber okay. Ja. Zeug ist am Brennen. Ha. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen. Ja, boah, guck mal. War das der Tornado? Bestimmt, oder? Warum sollte es sonst hier so zerstückelt sein? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Beziehungsweise ich mache eine Aufnahmepause. Ihr kriegt ja morgen dann wahrscheinlich eh wieder ein Video. Wahrscheinlich. Ja. Gut. War jetzt eine schön lange Aufnahme. Und ich lasse das jetzt offscreen brennen. Ich weiß nicht, ob ich es komplett brennen lassen werde. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich ein bisschen zu lange warte, dass hier mein ganzes Haus irgendwann in Stücke gerissen wird, falls hier ein Tornado langfegt. Deswegen mal schauen. Vielleicht lasse ich es komplett brennen, vielleicht auch nicht. Ja, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Konnichiwa. Was heißt denn das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt was Verwerses gesagt? Ich weiß nicht, Konnichiwa. Nee, das heißt doch Tschüss, oder? Oder? Unwukushi abekmoa. Siswa. Haha. Okay, gut. Alles klar, wir sehen uns, lasst knacken. Bis dann. Ciao.